Stell dir vor, sie und er haben einen ähnlichen Lebenslauf. Schule, Ausbildung, erster Job, alles easy gemanagt. Der Unterschied, sie hat schon ein volles Konto. Dank ihrer Eltern, die ihr monatlich, sagen wir mal, 2000 Euro schenken oder ein gewisses Vermögen als Erbe in Aussicht stellen. So kann sie ohne große Sorgen einen schlechter bezahlten Job annehmen oder sich selbstständig machen oder vielleicht mal eine Wohnung kaufen. Wer Geld erbt, erbt auch Sicherheit und hat so einen Vorsprung für die Zukunft. Und er erbt nichts und kann diesen Wettbewerbsnachteil kaum wieder ausgleichen. Wenn du zwischen 20 und 40 Jahre alt bist, gehörst du jedenfalls zu der Generation, in der so viel Erbe verteilt wird wie in keiner zuvor und die dadurch auch massiv in Erbgewinner und Verlierer gespalten wird. In Deutschland werden aktuell bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Jedes Jahr. Das ist mehr Geld, als der Staat im kompletten Jahr 2019 ausgeben darf. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat schon mal geerbt oder geht davon aus, dass sie etwas erben wird. Und das ist ja eigentlich cool und ehrenwert, dass Eltern ihren Kindern und Enkeln was hinterlassen wollen. Aber was ist mit denen, die nichts kriegen? Schon jetzt besitzen die 45 reichsten Haushalte in Deutschland so viel wie die komplette ärmere Hälfte der Bevölkerung, während 20% der Haushalte überhaupt kein Vermögen haben. Erbe verstärkt diese Ungleichheit. Der Staat hat eigentlich ein ziemlich gutes Mittel, um diese Ungerechtigkeit auszugleichen. Steuern. Er benutzt es nur kaum. Wenn du arbeitest, kann es sein, dass du mehr als 40% deines Einkommens abgeben musst. Beim Erbe ist der Staat gnädiger. Unternehmen zum Beispiel können fast ohne Steuern vererbt werden. Außerdem gibt es sehr hohe Freibeträge für Schenkungen. Jedes Elternteil kann dir alle 10 Jahre bis zu 400.000 Euro schenken, komplett steuerfrei. Viel Vermögen wird so ganz legal an der Steuer vorbeigeschleust. 2017 hat der deutsche Staat gerade mal 6,3 Milliarden Euro an Erbschafts- und Schenkungssteuer eingenommen. Über die Lohnsteuer für selbstgeleistete Arbeit kamen über 195 Milliarden rein. Krass! Menschen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, werden also vom Staat bevorzugt. Und die, die es sich selbst erarbeiten, vergleichsweise benachteiligt. Keine guten Aussichten für die Normalos unter uns. Ändern wird sich daran nämlich erstmal nichts. Die SPD hat zwar im vergangenen Bundestagswahlkampf gefordert, dass hohe Erbschaften auch höher besteuert werden sollen. Im Koalitionsvertrag steht davon aber nichts mehr. So wird sich die Ungleichheit in Deutschland weiter vergrößern. Und das insbesondere in unserer Generation. Trotzdem redet bisher kaum jemand drüber. Vielleicht hilft es ja, wenn wir mal anfangen, über das Thema zu diskutieren. Wenn es die Politik schon nicht macht. Angenommen, du erbst mal was. Wärst du bereit, was davon abzugeben? Und unter welchen Bedingungen? Und wie viel? Und überhaupt? Schreib es mir in die Kommentare und abonniere am besten jetzt direkt Deutschland 3000, um kein Video mehr zu verpassen. Ich meine, außer natürlich, du setzt dich bald mit deinen Millionen auf eine einsame Insel ab. Dann brauchst du auch kein YouTube mehr wahrscheinlich. Oder gerade, weil man dann so viel Zeit hat. Ich weiß es nicht. Kannst du mir auch in die Kommentare schreiben. Eine Postkarte hätte ich gerne.